Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns kleine Bilder der Avengers an. Mich würde mal interessieren, wer von euch das Marvel-Universum komplett in chronologischer Reihenfolge geguckt hat. Und mehrmals. Ich gehöre zu solchen Leuten. Ich habe auch kein Leben. Deshalb mache ich das öfters mal. Und vor allen Dingen die Leute... Muss man dazu sagen, wenn man das in richtiger chronologischer Reihenfolge guckt, versteht man auch viele Zusammenhänge. Ja, das habe ich gelernt. Kann ich jedem empfehlen. Für die Leute, die auf Marvel stehen. Ne? Behinderte kleine Avengers! Synchro von Cold Mirror. Ein Muffin. Wir haben ein 5AB. 3, 4, 8, 9, Omega, Delta, B. Banane im Vektor, Alpha, Beta. Dame nach Efen. Dame nach Efen. Backkuchen mit Speck. Forever. Isaac Dix. Yay. Yay. Der Knopf da. Oh, guck mal, der Bildschirm. Sind wir das? Ich drück mal hier drauf. Das ist meine Sache. Und da ist noch mein Tier. Hi, ich hab Hausschuhe mit Fröschchen. Was ist eigentlich in Buchstabensuppe drin? Ach, ein Haufen blöder Buchstaben. Weißt du, was ist in Buchstabensuppe drin? Ist aber eine Frage, die kann man sich wirklich mal stellen, ne? Ist in der Buchstabensuppe, kann man mit der Buchstabensuppe Sätze bilden? Wie viele Sätze kann man bilden? Ist es genau abgezählt, dass man nur einen Satz bilden kann? Und kriegt man das hin, dass man die Buchstabensuppe so portionieren kann, dass man keine Buchstaben doppelt hat? Geht das? Das werden wir nie erfahren. Wie ich im Bett bin? Ich bin wie ein Bär. Wie ein Waschbär. Ich lauf durchs Bett! Ich fahr mit Wir haben Koffer! Wir haben Koffer! Scheiß Statisten, ey. Nervenmega. Nippel! Ruhig schon, plötzlich bin ich eine Frau. Ich hab einen Freischwimmer. Super. Ach so. Kackfische. Beschissene Artwegs, hure Bitch. Hat einen Schwanz im Bauch. Alles klar. Ich hab einen Ständer, Baby. Ja. Wollen wir miteinander rummachen? Bitch, Bitch, Ass. Sweet, ein Bausparvertrag. Du sagst mir jetzt, wo Mom ist, du Schwamm. Wo ist Mom? Boah, vor scheiß Kamera ist gar nicht richtig scharf gestellt. So, jetzt. Mother of God. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Facepalm. Hey, ich sing dir jetzt mein Lied vor, okay? 1, 2, come on, baby, fuck me. Spank my ass, fuck yeah. Yeah, yeah, baby, fuck, 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 fuck. Hey, wie macht eine Katze? Miau. Mein Schwein pfeift. Ich will nach Hogwarts. Du bist fett. Und dumm. Halt die Fresse, du Missgeburt. Möchtest du etwas Speck, Specky? Ich schwärme für Speck. Nice. Hey Leute, ich bin's wieder. Ich sing noch mal ein Lied, okay? 1, 2. Fuckity fuck, 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 fuck. Hä? Es ist so bescheuert. Fuck, 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 fuck. Es ist so bescheuert. Fuck, 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 fuck. Das war einfach wunderbar. Oh, beste Freunde. Oh, ey, spiel mal Minecraft. Was zum Geier ist Minecraft? Oh, was? Kennst Minecraft nicht? Oh, klein unten durch, ne? Der kennt Minecraft nicht. Klein unten durch. Klein weg mit denen. Gibt's doch nicht Leute, die kein Minecraft kennen, ne? Ich hab sogar jemanden bei mir auf Arbeit. Gut, der ist schon halb tot, aber... Ey, der kennt zwar YouTuber, aber der weiß nicht so richtig, was YouTube sein soll, ne? Hab ich auch gedacht, hier, wo lebst denn du, in der Mond oder was? Ne? Also... Ich weiß, es ist aber immer so komisch, wenn man älteren Herrschaften, oder halbtoten Menschen, dann was erklären muss, was für uns so selbstverständlich ist, ne? Das ist halt immer... Das ist dann immer so komisch, ne? Das ist genauso wie wenn man jemanden erklärt, das erste Mal Sex, ne? Ich würde meinen Sohn sagen, hier, pass auf, gibt's eine Seite, da kannst du gerne mal gucken, ich habe keinen Bock, dir den Scheiß zu erklären. Ich bin hier die Wohlfahrt, ne?
Also es ist irgendwie so komisch, ne? Wenn man Leuten was erklären muss, was für einen selber selbstverständlich ist. Okay, gut, mein Fall sollte, ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, ne? Also ist jetzt auch bestimmt nicht schlimm, wenn ihr das da draußen nicht kennt. Aber ich hab's schon mal gehört, also irgendwie Minecraft, also, ne? Ich spiel das nie, ne? Also bitte, hey, ich hab's auch noch nie gespielt. Ich dir voll hinten reinstecken will. Eine Banane. Das ist gay. Hallo, ich bin ein Schwein. Hallo, ich bin ein Schwein. Hallo. Ey, hallo, ein Schwein. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist dein Lieblingstrinken? Alkohol. Und was ist dein Lieblingsessen? Enchiladas und Krabben. Hör mal, ich kann auch ein super Lied singen. SS, Bitch, Hure. Ich ficke nicht beim Fußball, ich ficke nicht beim Tennis, denn ich habe einen Penis. Pack mich nicht an. Das ist mir noch nie, das ist mir noch nie so aufgefallen, dass Captain America so oft Iron Man anfasst. Ne? Das ist mir noch nie so aufgefallen. Ich glaube, gut, wollte gerade sagen, da könnte es zu einer innigen Beziehung kommen, aber ich will jetzt nicht spoilern, aber ne? Bushido! Guck mal, ich wollte Ihnen zeigen, dass ich fette Leute bei YouPorn gefunden habe. Schwabbel, schwabbel und schwabbel. Grüne Wiesen im Sonnenschein. Ich hab gehört, du hast Tourette-Syndrom, nur mit Tiernamen. Giraffe! Affe! Hi, Madame! Hi, was möchtest du? Einen Flummi! Ich will einen Flummi. Ja, sonst noch was. Und ein kleines Paar Schlittschuhe. Hey, was ist hier los? Nope. Ich bin What the fuck, ey? Ah, schön, ey. Ah, schön. Ah, nee. Das war herrlich. Das war echt herrlich. Aber was Musik... Das habe ich, glaube ich, schon mal im Video gesagt. Ich wiederhole mich öfters mal. Tut mir leid, ich habe Demenz. Was Musik so ausmacht, ne? An manchen Stellen, ne? Gerade hier, wo Tor über die Wiese läuft. Was Musik so ausmachen kann, das ist so heftig, ne? Also, obwohl man immer so denkt, ja, man kriegt die Musik gar nicht mit. Obwohl ich sagen muss, so bei Herr der Ringe, wo ich so kleiner war, wo die zum Beispiel hier Helms Klammer angegriffen haben. Also erstmal das Geilste war, bin ich auf den Trichter gekommen, einfach mal zu zählen, ob es wirklich 10.000 Urukai sind. Ich weiß nicht, wieso ich da drauf gekommen bin, aber ich hatte das Gefühl, es waren gar nicht 10.000, sondern 100.000, die haben gelogen. Aber das ist was anderes, ne? Schön die Zuschauer verarschen, aber okay, das ist was anderes. Aber ich habe dann so angefangen, ich bin dann aufgesprungen und habe dann so getan, als ich Helms Klamm so mitverteidige. So, ey, ihr kommt ja nie vorbei. Ja, mach heute immer noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv da, die Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.